Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Und uns wird direkt mitten ins Gesicht geworfen, dass eine wichtige Warnung erfordert unsere Aufmerksamkeit. Heiliger Mimmel, was geht hier ab? Wir haben keine Mitarbeiterräume mit genügend Platz gefunden. Nicht genügend Platz. Weil wir brauchen ein neues Gebäude. Und wie wär's, wenn wir diese Konstruktion des Teufels, warum ich die auch immer damals gebaut habe, mal entfernen, gegen proper Straßen austauschen? Ich glaube, unser Mitarbeiter wird sich jetzt freuen. So. Und dann setzen wir hier eine Mitarbeiterstraße hin. Zack. So schön die Wand versteckt, ne? Warte mal, hä? Verbindest du es? So, perfekt, genau. Und dann tun wir da noch eine Einrichtung hin. Wie wäre es denn, was für ein Mitarbeiterhaus? Wieder so ein modernes, oder? Mitarbeiterraum groß hätte ich aber gerne. Mitarbeiterraum groß, damals doch. Andi, was war das für ein Button? Der hier. So. What? Das hat sogar oben... Wow, das haben sie geil gebaut. Was ist da eigentlich drin? Okay, Alter, wie sie das detailliert von innen gebaut haben. Lass mir mal die Zeit weiterlaufen. Wie geil ist das denn? Was zur Hölle? Ein Laptop, was denn für eine? Schaut mir so nach einem Dell aus. Irgendwie. Mitarbeiter Szenariumsbewertung zur Erhöhung der Szenariengegenstände. Warum ineffizient? Okay, warte, stopp. Warte mal, da war aber noch was. Wir müssen unsere Tierchen noch hier das proper Gehege machen. Wo sind sie denn hin? Eisbärchen! Ah, ist das das falsche Gehege? Ah ja, warte mal. Was wohnt hier nochmal? Ach, Rentiere. Was ich mir überlegt habe, dass wir vielleicht in der Zukunft hier hinter ein komplettes Gebiet nur aus Schnee machen und dann halt in Afrika, Arktis und alles unterteilen. Wäre vielleicht nicht unbedingt so dumm. Und hier war noch irgendwas, glaube ich, dass der See zu klein war, ne? War da nicht noch so ein Problem? Warte mal, Wasser. Ja, ich glaube, ich muss hier nochmal umstrukturieren, was die Wege angeht. So, warte mal. Nee, warte mal, das können wir gleich ganz easy machen, indem wir das hier nehmen. Jetzt sind hier nochmal einen rein. Ich muss den hier mal umsetzen. Bitte umsetzen! Eis, das ist einfach nur neu. Scheiß drauf. Weg, 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 weg. Jetzt hätte ich es gerne mit... Le Boggen. Und die hätte ich gerne jetzt noch weg. So. Und dann müssen wir Gelände, Wasser entfernen. Hier. Hoffentlich abflachen. Ich hoffe mal, das reicht an Fläche dann aus für Wasser. Weil das ist jetzt dann echt viel Wasser irgendwie. Also, das ist ja mal ein ganzer See. Oh ja. Den Kühler muss ich vielleicht umsetzen.
Oh, scheiße, das Hälfte des Geheges ist ja auch noch nicht mal gekühlt. So, jetzt sag mir, dass dieses Wasser passt. Wir rechnen neu. Wie viel Quadratmeter Wasser sind es denn jetzt? Berechnen. Ach komm, leck mich doch. Wir haben hier 1000er zu viel. Ich brauche noch bisschen was. Das ist ja voll die Verarsche. Wasser entfernen. Geländestempel nehmen. Mir ist das wurscht. Ich flach das gerne alles ab. So, noch ein bisschen hier nach außen. Dann glätten wieder. Ich tue mal die Stärke ein bisschen noch hochdrehen. Alles so ein bisschen abflachen. Und jetzt wieder ein bisschen Wasser rein. Yay. Gut. So. Das mit der Kühlung wird jetzt halt noch so eine Sache, ne? Regen. Lassen wir es nochmal kurz laufen. Warum? Aus der Transportbox holen. Meine Güte. Gelände. Jetzt hat endlich positiv. Zu viel Gras lang. Er will mehr Schnee zum Beispiel. Und mehr Fels. Dann machen wir das hier oben als reines Felsgebiet, oder? Gelände. Malen Felsrau. Hm, schaut nicht so gut aus. Das ist aber so, das ist dann so ein Wasserreservoir da oben. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Fels und dann. So, hier hoch. Hier rum. Alles schön mit Schnee bedecken. Ich finde halt eine einzige Schneelandschaft, mir auch wurscht. Siehst du nicht auch, ach guck mal, dann siehst du auch, wie das mit dem Schnee ausschaut am Ende. Wir müssen jetzt wieder zu Gehege. Kälteperipherie, Klimaanlage. Ich hätte hier gerne eine. Die kühlt erst runter. Wir brauchen hier eine. Hier eine. Hier eine, hier oben eine, hier seitlich eine, hier eine, hier eine. Wird schon, dass wir alles runterkühlen irgendwie. So. Jetzt muss ich nur alle finden. Und vielleicht so ein bisschen anpassen, weil das schaut jetzt sehr kacke aus. Drehen. Dann gehen wir zum nächsten. Den drehen wir auch runter. Bewegen ihn. Komm schon, vorsichtig. Ja, perfekt. Wo ist der nächste? Da ist der nächste. Wer baut denn sowas? Ah ja, ich, ja. So.
Überleg mal, was da allein für drunter wahrscheinlich für eine Kälteanlage sitzen muss, damit das alles so funktioniert, wie es sein soll. Bewegen. Das passt zum Beispiel. Minus 20 stellen. Der steht auch auf minus 20. Gott, jetzt muss ich die ganzen Teile wiederfinden. Minus 20. Der hat sich gut integriert. Minus 20. Der hier weniger. Minus 20 Grad. Bisschen abflachen. Zack. Und fertig. Hier auch auf minus 20 Grad runterkühlen. Ich auch wieder dem Gelände anpassen ein bisschen. So, perfekt. Ah, schön. Hier oben haben wir noch eine Kühleinheit. Dich habe ich schon, weil du bist bearbeitet. Dann schauen wir mal, wie es runterkühlt, oder? Ich finde es halt geil, dass diese Zwischen... Warum eigentlich? Auf wie viel Grad bist du runter? Wie viel... Oder wie ist dein Einflussradius? Wenn ich dich zum Beispiel... ein bisschen hierher bewege. Ah, du bist auf 0 nicht. Ah, du bist nicht auf ganz runter gedreht. Schau an. Jetzt dreht er den Schnee runter. Jetzt kommt der Schnee wieder. Der kommt jetzt nicht überall. Hua. Jetzt setzen wir noch 1, 2 ein. Weil ich hätte gerne, dass hier wirklich halt überall so ein bisschen Schnee ist. So. Also eigentlich echt gut abgedeckt. Runterdrehen und die Reichweite muss jetzt auch nicht so unbedingt so riesig sein. Wählen, drehen. Wählen, drehen. Runterkühlen. So, ja. Das schaut doch schon gut aus. Wo kommt da das? Aber da auch noch eine Anlage steht. Ach, schau an. Dann tue ich doch einfach hier. Die bescheuert an, auch noch eine Anlage hin. Die ist dann hier oben runterkühlt. So. Das schaut doch. Ja! Wird schon! Müssen wir halt bei den Eisbären wie kein Stab, willst du mich verarschen? Ah, vielleicht weil ich da noch keine Schlafmöglichkeiten reingebaut habe. Warte mal. Filtern nach Art Polarbär. Pipa Polarbär. Nee, unter Eisbär wahrscheinlich. Ja, Eisbär, ja. Das sollte, glaube ich, reichen. Dann bauen wir jetzt hier noch vorne einen schönen Futterspender hin. Sitzen. Das Essenstablett. Halt die Frage, ne? So hin? Ein Feuerwehrschlauchball. Ja, den setzen wir hier vorne hin. Der fällt dann eh gleich wieder runter. Ah, ich muss hier auf Lebensqualität mal schauen. Ach, ups.
tun noch einen Ball hier hin. Den tun wir jetzt aber höher hin. 105, der macht 100 alleine. Wow. Großer Schneeball, der passt eh gut zu euch. Und dann brauchen wir noch was, das Futter spendet. So, dann haben wir das auch erfüllt. Der stabile Rückzugsort ist halt noch so. Meh. Aber jetzt müssen natürlich auch noch Pflanzen hin, weil das schaut jetzt einfach nur nach Schneegebiet aus und das müssen wir ein bisschen bepflanzen. Würde Tundra und Aquatisch. Tundra und Aquatisch? Was? Filtern nach Kontinent, da sind wir in Europäisch und Nordamerikanisch. Und dann Biom, Aquatisch. Und was ist das andere nochmal? Tundra gewesen. So, okay. Warte mal, ich brauche mal einen Schluck Bier. Leckeres Bier. So, jetzt ist die Überlegung, wie kriegen wir... Da hätte ich einfach gerne, dass das hier so ein bisschen... Dieser natürliche Abhang so ein bisschen... versteckter ist. Weil wir pflanzen hier ein paar Pflänzchen an. So. Oh, zack. Oh, wie bin ich jetzt reingekommen? Rohrkolbenteil. So. Muss ich Stoneplatten. Können wir eigentlich hier vorne eine verbauen, ne? So, ein bisschen anschließen. So. Einmal schließen. Und wieder öffnen, damit er das vielleicht erkennt, dass das. Ein bisschen größeren Baum zwischendurch. Ich muss aufpassen, dass ich nicht über deren sozusagen Limit komme. Ich will halt auch so viel, ich mag viel pflanzen, das macht ein bisschen was her, wenn man so ein bisschen bepflanzt ist. Mal zwischendurch vielleicht so ein größerer Baum, einfach um was herzumachen, ne? Vor allem, da können die kleinen Eisbärchen auch mal Verstecken spielen im Wald, ne? Und dann tun wir jetzt hier zum Beispiel das alles so aquatisch ein bisschen zupflanzen auch. Dazwischen noch so ein bisschen Schilf rein. Noch so ein, zwei kleine Bäumchen. Man muss teilweise so ein bisschen random machen, weil wenn man sich zu viel drüber nachdenkt, finde ich, kann es teilweise passieren, dass es sogar noch ein bisschen unrealistischer ausschaut, als es dann ist, wenn du einfach nicht nachdenkst, sondern einfach nur ein bisschen pflanzt. Weil du einfach sagst, ah, guck da hin und dann machst du es direkt. Und sonst denkst du, ah, könnte aber hier auch besser hinpassen. So, zack, zack. Einfach ein bisschen über die ganzen Flächen hier verteilt. Ein bisschen was von diesem komischen Echtzeugs pflanzen. Vielleicht hier oben auch so eine bisschen größere Menge. Wenn es nicht fliegen würde.
Das fliegt zum Beispiel alles. Das ist ja. Genauso wie das da oben fliegt. Warum fliegt das? So. Schaut das so ein bisschen nach natürlichem Wald aus. Ja, das schaut gut aus, finde ich. Bedeutet, jetzt muss noch der Weg nochmal kommen. Straße, die mich durch den Regen führt. Straße. Da, 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 da. Bisschen kürzen wieder. Vielleicht muss ich da nochmal ein Stück wegkürzen einfach. Damit die Biegung besser anfängt. So. Dann noch eine Mitarbeiterstraße dünner anfügen. So. Das passt gut. Dann die Einrichtungen außenrum natürlich wieder her. Ne, wo ist es denn? Natur? Ne, Einrichtungen. Infos, die Täfelchen. Nein, ich will. Ich hasse es, dass genau daneben der Button liegt, ne? So, hier noch ein bisschen. Das Schlimme, du kannst dich in diesem Spiel halt so in Details verlieben. Und ich will jetzt ein Affenhaus mal bauen. Also das wäre so meine Idee, was wir auch als eine der nächsten Sachen machen. Affenhäuschen. Aber das werde ich dann in einem Speed-Durchlauf bauen. Einfach weil das größer werden soll und prächtiger als alles, was wir bis jetzt gebaut haben. Und deswegen, da werden wir dann irgendwie einen anderen Weg finden, wie wir das machen am besten. Info-Lautsprecher. Du kriegst die Info von einem Eisbären. Macht das vielleicht Einfluss auf das, was was die Tiere da drin hören? Das wäre natürlich dann blöd. Hier muss überall der Eisbär drauf. Knut kommt! Oh, kein Strom, das ist natürlich scheiße in der Ecke, ne? Dann uns bringt uns der Knut-Lautsprecher auch wenig. Hier ist Knut, kommt alle her, hier ist Knut. Oh, der hat auch keinen Strom. Oh, scheiße. Bitte auch alles, was wir hier lang bauen, braucht Strom. Warte mal, bauen? Wie schaut es mit einer Stromanlage aus? Immer nur so ein kleiner. Nee, ich bräuchte eher das. Gäste haben keinen Bock drauf. Die dürfen nicht aschern. Das kann ich rein theoretisch hier hinpflanzen. Einen Weg hinsetzen für Mitarbeiter. Ich will wieder normal sehen, Jungs. Oh, scheiße, das schafft mich nicht auf die Wege. Er schaut jetzt kacke aus. Mann! Ja, aber so kann man das auch nicht machen. Aber da fehlt mir auch wieder. Warte mal, da tun wir jetzt wieder was anders. Das lösen wir jetzt anders. Wartet. So. Fertig aus. Und den Weg hier.
setzen wir nach hier vorne. Dann müssen hier natürlich noch Einrichtungen hin. Wie zum Beispiel eine neue Welttoilette sollte hier hinkommen. Zack. Das sind doch nicht alle Gebäude, oder? Doch, sind sie scheint. Da müssen wir rein theoretisch noch ein neues Gebäude hier hinsetzen, ne? Also ein Dach wäre schon geil. Bedeutet, wir bauen jetzt eine neue ein. Ach scheiße, die Zeit ist schon um, Leute. Sagt mir das doch. Eieiei. Naja, dann war es jetzt ein bisschen längere Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier noch einen Komplex hinsetzen und uns dann wahrscheinlich hier ein Affenhaus machen, was ich vielleicht hier hinsetzen werde. Ein großer runder Kreis. Wir werden es sehen. Also, bis dann, Leute. Ciao. Woo!